Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserem neuronalen Netz, das menschliche Passwörter generiert, natürlich in PyTorch. So, heute wollen wir weitermachen und zwar wollen wir heute endlich den richtigen Trainingsalgorithmus schreiben. Dazu gehen wir erstmal hier wieder her und ja, letztes Mal haben wir hier ein paar Vorbereitungen sozusagen fürs Training gemacht. Dieses Mal geht es tatsächlich an den Algorithmus, das heißt, was wir als erstes brauchen, ist natürlich ein Criterion. Und das bekommen wir aus nn.nll-loss wieder mal. Das benutzen wir relativ häufig, ist aber auch ein gutes. Und deswegen lassen wir das jetzt einfach mal so. Brauchen wir auch irgendwie keine Parameter. Jetzt wollen wir eine Lernrate wieder mal angeben. Wir machen das Ganze auf Englisch. Learning Rate. Okay. Learning Rate, was wollen wir da setzen? Naja, wir setzen jetzt erstmal was abartig Kleines. 0,0005, das ist schon sehr, sehr wenig, aber wir werden gleich sehen, dass das ausreicht, denn ansonsten schwankt das Ganze wieder mal. Und ja, jetzt der Trainingsalgorithmus natürlich erstmal DevTrain. So, was brauchen wir hier? Wir wollen das eigentlich schon relativ vollständig hier drin haben, das heißt, wir wollen hier nicht mehr wirklich viel machen, wir wollen nur noch den Input-Tensor haben. Input-Tensor, was wollen wir noch haben? Wir wollen den Target-Tensor. Und das ist es eigentlich auch schon, was wir hier haben wollen. So, jetzt haben wir unser Netz noch gar nicht, glaube ich, geschrieben, oder? Ja, richtig, haben wir noch nicht. Brauchen wir auch noch nicht. Wir schreiben jetzt erstmal hier den Trainingsalgorithmus fertig. Wir wollen natürlich hier als erstes mal irgendwelche zufälligen Hidden Neuronen haben. Und diese Hidden Neuronen, die müssen wir erstmal initialisieren. Dazu brauchen wir eine neue Funktion. Die haben wir eigentlich letztes Mal auch schon gehabt. Das heißt, die sollte für euch nichts Neues sein. Die machen wir jetzt wieder mal in die Klasse vom neuronalen Netz rein. Und sagen dann hier, wir wollen unsere Hidden Neuronen, init hidden, wieder mal initialisieren. Upsala, self wird mir natürlich wieder mal vorgegeben. Und das ist jetzt eigentlich auch wirklich kein Aufwand mehr. Wir kennen das Ganze schon, wir wollen eine Variable zurückgeben aus Nullen. Das heißt torch.zeros und zwar eine Dimension und self. Wie habe ich es genannt? Hidden size habe ich es genannt, okay. Wunderbar. Ja, das ist sozusagen der Witz dabei. Wir setzen einfach unsere Hiddens auf 0. Okay, das ist jetzt der Anfang. Jetzt können wir richtig anfangen mit dem Training hier. Das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal unsere Hiddens natürlich selbst erzeugen. Das heißt, die Hiddens oder generell einfach Hidden ist gleich Netz. Wobei wir das noch nicht haben, ne? Oder Model besser gesagt. Das heißt, wir definieren uns hier drüber erstmal ein Model ist gleich Netz. Also, jetzt müssen wir natürlich hier die ganzen Parameter erstmal angeben, damit wir hier auch reinkommen. So, wie viele brauchen wir denn hier? Input-Features. Naja, so viele, wie wir eben Buchstaben haben. Es könnte ja auch ein End-of-Sentence reingesteckt werden. Dann die Anzahl an Hidden-Features, die würde ich jetzt hier wieder mal auf 128 setzen. Und wie viel wollen wir als Output haben? Naja, wir wollen ja selber wieder Buchstaben generieren. Das heißt, wir brauchen hier natürlich auch die Anzahl an Buchstaben als Output. Okay. Und jetzt lässt sich natürlich hier auch Model ein bisschen aufrufen. Das heißt, wir haben jetzt hier nicht mehr so die Probleme damit. Init hidden. So, perfekt. Okay, das heißt, wir haben hier drin jetzt unsere neuen Hidden-Neuronen stehen. Mit denen können wir jetzt arbeiten. Jetzt müssen wir aber zuerst einmal die Gradienten auf 0 setzen. Das heißt, auf 0 setzen, indem wir hier 0-Grad aufrufen. Sonst lernt unser neuronales Netz zu viel. Und das heißt, ich habe euch das schon mehrfach erklärt, das muss man einfach immer machen. Ist halt leider so. Okay, unser Loss ist am Anfang, also unser Fehler ist am Anfang erstmal 0. Und jetzt müssen wir natürlich hier durch jeden Buchstaben von unserem Input durchgehen. Okay, wie sollte so ein Input aussehen? Naja, for i in range ist immer ein ganz guter Anfang. Ja, so nicht. Ohne die neue Zeile natürlich. Jetzt brauchen wir folgendes Input-Tensor. Punkt size von von 0. Was macht das jetzt? Wir wollen sozusagen durch jeden Buchstaben durchgehen, den wir hier drin haben und wollen den ersten Buchstaben im Target erstellen. Das heißt, wenn wir sagen wir mal das Passwort, ich mache das jetzt mal hier hinten dran in einem Dings, wenn wir das Passwort querz haben, so, dann soll unser Target ist dann immer werts. Und dann EOS, also ich mache hier jetzt das Ganze mal so in diesen Klammern. Das bedeutet, wir wollen, wenn wir das Q bekommen, wollen wir W rausbekommen. Wenn wir W bekommen, wollen wir E rausbekommen. Wenn wir E bekommen, wollen wir R rausbekommen und so weiter und so fort bis zum Z. Wenn wir Z eingeben, wollen wir End of Sentence haben, dann ist nämlich unser Passwort fertig. So ist die grundlegende Struktur. Das heißt, was ist jetzt unser Target? Naja, wir müssen natürlich erstmal unser Target berechnen, aber beziehungsweise unser Output berechnen. Target haben wir gegeben.
Output und die neuen Hiddens. Das heißt, wir müssen das Ding aber auch für jeden Buchstaben sozusagen im Input ausführen, ganz klar. Wollen wir hier das Netz aufrufen, beziehungsweise das Model aufrufen. So, Model von Input-Tensor an der Stelle, naja, an welcher Stelle? An i natürlich. Und die neuen Hiddens, die wir ja gerade entweder produziert haben oder gerade erst initialisiert haben, ist aber völlig egal für diesen Schritt, funktioniert auch so. Okay, jetzt, wir müssen unser Loss berechnen, damit wir irgendwie Backprop nachher machen können. Das heißt, Loss plus gleich Criterion aus, naja, wie wollen wir denn unser Loss berechnen? Wir wollen es über die Outputs berechnen und über den Target-Tensor, das habe ich euch ja gerade erklärt, an der Stelle i. Das heißt, so sind die im Endeffekt aufgebaut. Okay, und das machen wir jetzt einfach für jeden Buchstaben davon. Wenn wir fertig sind, dann machen wir Backprop. Das heißt, Loss natürlich, nicht Loss. Loss.back. Backward. Irgendwie erkennt es die Funktion nicht, keine Ahnung. Loss.backward. Okay, und jetzt wollen wir natürlich hier unsere Lernrate drauf rechnen wieder mal. Das heißt, eigentlich dasselbe wie letztes Mal. For p in rnn. RNN ist nicht richtig. Model.parameters. Doppelpunkt. So, und jetzt geht's weiter. P.data, also für jeden Parameter, wollen wir sozusagen unsere Lernrate mit dem Gradienten drauf multiplizieren. Das heißt, drauf addieren. Das heißt, was wir hier machen, ist einfach, wir addieren in place, ganz wichtig, hier immer diesen Bodenstrich machen. Sonst müsst ihr tatsächlich schreiben, P.data ist gleich P.data.add. Aber würde auch funktionieren wahrscheinlich. Okay, minus Learning Rate und P.Gradient. Also das heißt quasi, wie viel sollten wir eigentlich in die andere Richtung gehen. Aber halt trotzdem nur um die Lernrate. Also das multipliziert sich sozusagen zusammen und wird dann hier drauf addiert. So ist im Endeffekt der Gedanke dahinter. Das machen wir für jeden der Parameter in unserem Modell. Eigentlich relativ easy. Und was wir dann zurückgeben wollen... Naja, was wollen wir zurückgeben? Wir wollen natürlich erstmal den Output zurückgeben und wir wollen das Loss zurückgeben. So, okay, jetzt haben wir unseren Trainingsalgorithmus eigentlich fertig. Jetzt können wir es allerdings immer noch nicht richtig verwenden. Wir müssen jetzt aber trotzdem noch das Ganze, erstmal trainieren lassen. Und das machen wir, indem wir hier schreiben, for i in range 1, man fängt bei den Epochen irgendwie immer bei 1 an zu zählen und ich würde jetzt hier bis, ich würde vielleicht 10.000 machen, wir machen jetzt erstmal 10.000, mal gucken, ob ich nachher die Zeit habe, um das Ding trainieren zu lassen, hoffen wir es einfach mal und dann sagen wir hier Output, und natürlich unser Loss ist gleich Train, von was? Wir müssen uns natürlich noch zuerst ein Trainings-Example holen. Get random train. Das heißt, hier kommt was zurück. Input-Tensor und Target-Tensor. Sagen wir einfach mal so. Ist gleich get random train. Und stecken hier natürlich unseren Input-Tensor rein und unseren Target-Tensor. Wunderbar. So, das ist jetzt erstmal unser Trainings-Algorithmus. Jetzt wollen wir aber noch unser Loss aufsummieren. So, und Achtung, jetzt müssen wir ein bisschen mehr Mathematik reinbringen. Das heißt, wir können nicht einfach sagen, wir wollen unser Loss oder unsere Data vom Loss aufsummieren, sondern Sum oder Loss Sum vielleicht besser. Loss Sum ist gleich, ich mache immer den Smiley aus Versehen, beziehungsweise Plus gleich hier. Und hier oben Loss Sum natürlich, Loss Sum ist gleich 0. Also am Anfang haben wir keinen Loss und dann fangen wir natürlich hier an. Wir addieren da drauf unser Loss.data an der Stelle 0, das dürfte ganz klar sein. Aber Achtung, das teilen wir jetzt nochmal durch unseren Input-Tensor. Punkt size. An der Stelle 0. Warum machen wir das? Naja, wir teilen sozusagen unser Loss durch die Anzahl an Buchstaben, die wir hier in unserem Passwort drin haben, das wir generieren wollen. Das bedeutet aber, wenn wir hier jetzt ein Loss berechnen, dann haben wir nicht, wie viel Loss haben wir insgesamt, sondern wie viel Loss haben wir auf einem Buchstaben oder pro Buchstabe sozusagen. Das heißt, wir haben hier das Loss pro Buchstabe gerechnet. Und das ist ein bisschen aussagekräftiger. Warum ist es aussagekräftiger? Naja, wir können zum Beispiel ein 100-Zeichen-Passwort können wir zwar generieren, aber es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir hier dann ein relativ hohes Loss haben. Wenn wir allerdings nur ein 2-Zeichen-Passwort haben, dann ist das Loss sehr, sehr gering. Das bedeutet, wir könnten hier jetzt
zwar pro das insgesamte Loss benutzen, aber pro Buchstabe gibt einfach viel, viel mehr Auskunft darüber, wie viel wir pro, ja sozusagen relativ gesehen, falsch haben. Wenn wir jetzt einfach random hier die ganze Zeit sehr, sehr lange Passwörter picken, wird unser Loss größer sein. Dann haben wir eigentlich nicht wirklich Informationen gewonnen. Wir wollen ja wissen, wie viel ist unser Loss oder wie viel ist unser Netz besser geworden. Okay, das heißt, was wir jetzt hier machen, ist erstmal, wir wollen natürlich nicht jedes Mal was ausgeben, sondern wir wollen erstmal, wir wollen diesmal auch was ausgeben, habe ich mir überlegt, weil letztes Mal musste ich sehr, sehr lange warten, bis ich irgendwas gesehen habe. Das war der Plot. Und zwar wollen wir von mir aus jedes Prozent was ausgeben, das heißt, jeden hundertsten Schritt wollen wir was ausgeben. Das heißt, wenn das gleich 0 ist, dann geben wir was aus. Und zwar, wir wollen printen. Wir wollen sagen i durch 100, dann Prozent made oder sowas. Loss Doppelpunkt. Dann wollen wir natürlich unser Loss ausgeben. Okay, so. Und jetzt wollen wir das Ganze natürlich noch plotten. Das heißt, wir erstellen uns hier oben drüber noch eine Liste mit Plots. Plots ist gleich Liste erstmal. Und dann wollen wir natürlich in plots.append aufrufen und wollen hier unser Total Loss eingeben, beziehungsweise unsere Loss Sum eingeben. Und wir wollen natürlich aber nicht alles, also wir wollen jetzt nicht das gesamte Loss aufsummiert über alles machen, sondern wir wollen es halt durch 100 teilen, weil, ja, wir haben hier 100 Mal das Loss aufsummiert, wir wollen aber das Durchschnittsloss sozusagen haben. Und jetzt setzen wir unsere Loss-Sum wieder auf 0. Perfekt. Und was wir jetzt bekommen haben, oder was wir jetzt haben, ist erstmal ein Trainingsalgorithmus, der hier 100.000 Mal ein zufälliges Passwort pickt und dann eben unseren Algorithmus oder unser Netz drauf lernen lässt, sozusagen. So, ich lasse das jetzt mal laufen, dann schauen wir uns mal an, wie denn unser Loss eigentlich aussieht. Okay, dann hören wir uns. Bis gleich. Eine Kleinigkeit ist mir gerade noch aufgefallen, als ich es ausführen wollte. Hier muss natürlich nicht i reinkommen, sondern wir wollen natürlich den eden Character von unserem Passwort finden, also im Target-to-Tensor. Hier steht letters.find, da habe ich i reingeschrieben, wobei i natürlich in der Länge von unserem Passwort ist und wir wollen natürlich hier nur den eden Buchstaben haben, nicht das ite, nicht i an sich. Okay, aber das sollte dann soweit laufen. Jetzt, wie gesagt, werde ich euch mal pausieren und dann werde ich den Trainingsalgorithmus mal kurz überwachen. So, schon fertig. Es ging relativ schnell, muss ich sagen. Man kann hier auch durchaus mehr machen als diese 100.000, also das war echt in Ordnung. Ich habe jetzt am Anfang so ein 4,5er Loss gehabt. Wir sind relativ schnell auf 3, im Durchschnitt runtergefallen. Und hier fängt es dann schon an mit 2, als Loss. Das heißt, wenn wir hier mehr Beispiele haben und vielleicht auch ein bisschen größeres Netz haben und vor allem länger trainieren, also das sollte man wirklich durchaus nicht dran sparen, glaube ich, dann können wir hier relativ gut was erreichen. Ich werde das jetzt aber im nächsten Schritt mal mit euch evaluieren wollen. Das heißt, wir wollen selber auch Passwörter generieren und das war es dann von meiner Seite erstmal. Achso, wir haben gar nicht geplottet, ist mir aufgefallen, aber das macht nichts. Das werden wir dann nächstes Mal machen. Okay, und ja, das war's erstmal. Wir wollen natürlich jetzt im nächsten Schritt selber Passwörter generieren. Gut, okay, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.